Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die SPD hat heute in Berlin die Weichen für einen Führungswechsel gestellt. Der Vorstand nominierte Franz Müntefering einstimmig als Nachfolger von Bundeskanzler Schröder im Amt des Parteivorsitzenden. Als neuen Generalsekretär hat Müntefering den Berliner Bundestagsabgeordneten Klaus-Uwe Benneter vorgeschlagen. Ein Sonderparteitag soll am 21. März den Wechsel an der SPD-Spitze beschließen. Freundlich, aber wortlos geht Gerhard Schröder heute an der Presse vorbei in die Parteizentrale. Abschied vom Amt des Vorsitzenden. Dass er den Parteigremien Franz Müntefering als seinen Nachfolger vorschlagen will, ist bekannt. Doch wer Olaf Scholz beerben soll, darüber wird bis zuletzt spekuliert. Als der Name fällt, es ist der Berliner Bundestagsabgeordnete Klaus-Uwe Benneter, ist er für die Kameras nicht zu sehen. Aber das versichern der alte und der neue Vorsitzende nach den Sitzungen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Damit soll Schluss sein mit Personaldebatten. Mahnung zur Geschlossenheit. Die Partei ist eine offene und diskussionsbereite Partei. Das wird und soll so bleiben. Aber ich denke, dass das Maß an Geschlossenheit und Disziplin, das wir in der Vergangenheit gelegentlich vermisst haben, hergestellt werden wird. Den Reformkurs wollen beide ungeschmälert beibehalten. Und um diesen durchzusetzen, so Müntefering, müssten Partei und Fraktion sich als Diener der Regierung begreifen. Wenn man als Partei demokratisch legitimiert ist, ein Land zu regieren, und das sind wir, dann muss man alles darauf konzentrieren, dass dieses erfolgreich geschehen kann. Und da kann sich Gerd Schröder darauf verlassen, dass ich als Parteivorsitzender, die Partei insgesamt, die Fraktion, das auch in Zukunft sieht. Er gibt sich zuversichtlich, so könne das verlorene Vertrauen zurückgewonnen werden. Auch eine Aufgabe für den neuen Generalsekretär Benneter. Ein Linker, der als Juso-Chef mal aus der Partei ausgeschlossen worden war. Ein Weggefährte Schröders, der zuletzt als Vorsitzender des Wahllügenausschusses bekannt wurde. Auffallend war heute hier, dass alle Strömungen in der Partei die neue Arbeitsteilung für sinnvoll halten. Man demonstriert Geschlossenheit, spricht gar von einem neuen Wir-Gefühl. Aber wie lange wird das vorhalten? Erbschaftssteuer, Ausbildungsplatzabgabe bieten schon jetzt Stoff für neue Diskussionen. Nach dem angekündigten Rückzug Schröders vom SPD-Vorsitz fordert nun nach der FDP auch die Union Neuwahlen. Zur Begründung sagte die CDU-Vorsitzende Merkel der Welt am Sonntag, die Statik von Regierung und SPD sei durcheinander. CSU-Chef Stoiber vertrat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Ansicht, die SPD als Regierungspartei verweigere sich nötigen Reformen. Bundesaußenminister Fischer hat eine neue europäisch-amerikanische Friedensinitiative für den Nahen und Mittleren Osten vorgeschlagen. Bei der Sicherheitskonferenz in München sagte er, nur so könne der Terrorismus eingedämmt werden. Zu einem möglichen NATO-Einsatz im Irak äußerte sich Fischer skeptisch. Deutschland werde ihn aber nicht blockieren. Es war ein vielbeachteter Auftritt des deutschen Außenministers. Joschka Fischer überraschte die 40. Münchner Sicherheitskonferenz mit einem Vorstoß zu einer großen Friedensinitiative für den Mittleren und Nahen Osten. NATO und EU sollten gemeinsam ein Zukunftsprogramm für die Unruheregion auflegen. Diese Überlegungen zu einer neuen transatlantischen Initiative beruhen auf der Überzeugung, dass die Modernisierung des weiteren Nahen Ostens entscheidend sein wird für unsere gemeinsame Sicherheit im 21. Jahrhundert. Die Teilhabe der Menschen im Nahen und Mittleren Osten an den Errungenschaften der Globalisierung entspricht deshalb unserem ureigensten Interesse. Zustimmung von vielen Seiten, auch von Angela Merkel. Anders als Joschka Fischer hat die CDU-Chefin keine Probleme mit einer tragenden Rolle der NATO im Irak, eine Forderung, die aus Washington kommt. US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ging auf den Vorstoß Fischers nicht ein und verteidigte abermals den Irak-Feldzug. Der trage schon heute Früchte. Regierungen im ganzen Mittleren Osten und Nordafrika sehen die Notwendigkeit von Veränderungen. Marokko hat jetzt ein Parlament und der König setzt sich für mehr Frauenrechte ein. Bahrains Bürger haben kürzlich erstmals nach 30 Jahren ein eigenes Parlament gewählt. Oman gibt allen erwachsenen Bürgern das Wahlrecht. Katar hat eine neue Verfassung angenommen.
Im Übrigen verteidigte Rumsfeld das amerikanische Recht auf vorbeugende Militäraktionen auch im Alleingang. Eben dies kommt in der europäischen Politik und auf der Straße nicht sonderlich gut an. In der Münchner Innenstadt demonstrierten heute 6.000 Menschen gegen die Sicherheitskonferenz. Die USA wollen ihr Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren deutlich zurückdrängen. Das hat der amerikanische Finanzminister Snow seinen Kollegen der 7 wichtigsten Industriestaaten in Boca Raton, Florida, zugesichert. Bundesfinanzminister Eichel zeigte sich zuversichtlich, dass die G7 in der Frage der Wechselkurse zu einer gemeinsamen Haltung kommt. Die Europäer befürchten Nachteile für ihre Wirtschaft durch die derzeitige Dollarschwäche. Im Machtkampf um die Parlamentswahl in Iran hat Präsident Khatami eingelenkt. In einem Brief an den religiösen Führer des Landes, Khamenei, kündigte er an, die Regierung werde die Abstimmung organisieren, auch wenn sie nicht fair sein werde. Der Wächterrat hat mehr als 2000 reformorientierte Kandidaten nicht zur Wahl zugelassen. Sie soll in 2 Wochen stattfinden. Einen Tag nach dem Bombenanschlag in der Moskauer U-Bahn sucht die Polizei weiter nach Hintermännern. 2 Verdächtige, die vorübergehend festgenommen wurden, kamen bereits am Mittag wieder frei. Bei der Explosion waren 39 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt worden. Die Unglücksstation heute. Hier stiegen die Attentäter ein, hier wurden ihre Opfer geborgen. Mitgefühl und Trauer bei denen, die davonkamen, aber auch Wut und neue Ressentiments gegen Kaukasier. Verschärfte Kontrollen überall. Doch 2 Verdächtige, die einem Phantombild ähnelten, wurden schnell wieder freigelassen. Noch gibt es keine heiße Spur, so scheint es. Moskaus Bürgermeister Luschkow kündigte heute an, nicht registrierte Zuwanderer schneller als bisher abzuschieben. Auch das zielt auf Kaukasier. Währenddessen kämpfen noch über 20 Verletzte auf Intensivstationen ums Überleben. Andere kämpfen mit ihren Erinnerungen. Ich musste über Leichen steigen, um rauszukommen, sagt er. Sie waren zerrissen und aus dem Waggon geschleudert worden. Das Fernsehen zeigte heute Präsident Putin mit seinen wichtigsten Ministern, energisch, aber ohne Ton. Der angekündigte Kampf gegen den Terror bleibt geheim. Die Drohgebärden der Politik, die demonstrativen Kontrollen, sie sind ebenso hilflose wie verlogene Gesten, um energisches Handeln vorzutäuschen. Millionen Metropassagiere lassen sich ebenso wenig vor Terroristen schützen wie Moskaus Plätze oder Stadien. Jeder weiß das, vom einfachen Milizionär bis zum Präsidenten. Doch der will in 5 Wochen wieder gewählt werden und er setzt wie damals schon auf eine gewaltsame Lösung des Tschetschenien-Konflikts. Der neue Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, hält einen radikalen Rückgang der Arbeitslosigkeit auch langfristig für unrealistisch. Eine verbesserte Arbeitsvermittlung könne die Quote allenfalls um 1 Prozentpunkt senken, sagte er der Welt am Sonntag. Bei einem Wirtschaftsaufschwung könne die Zahl der Arbeitslosen in diesem Jahr von 4,6 auf 4 Millionen sinken. Der wahrscheinlich letzte offizielle Winterschlussverkauf hat offenbar nicht den erhofften Umsatz gebracht. Nach Einschätzung vieler Händler liegt das vor allem an vorhergehenden Rabattaktionen. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb erlaubt Händlern künftig jederzeit Niedrigpreisaktionen. Die Neuregelung soll die über 100-jährige Tradition des Schlussverkaufs ablösen. Kunden ohne Kauflust. Der letzte Winterschlussverkauf, keine Konsumorgie. Viele Geldbeutel blieben zu und die Ware auf den Ständern. Der Handel ist enttäuscht. Jahrzehntelang war der Schlussverkauf eine Garantie für hohen Umsatz und gute Gewinne. Der Winterschlussverkauf ist nicht ganz so gut gelaufen, wie wir es sonst hatten. Gerade die erste Woche war relativ schwach, das lag wohl am Mitte. Aber auch die vorherigen Rabattschlachten haben viel dazu beigetragen, dass sich die Verbraucher schon zuvor eingedeckt haben und deswegen im Winterschlussverkauf nicht mehr viel kaufen wollten. Dass die Beutezüge mit Plastiktüten nicht ganz so umfangreich ausfielen, lag wohl auch an allgemeiner Unsicherheit. Wie viel bleibt nach der Steuerreform im Portemonnaie und wie sicher ist der eigene Arbeitsplatz? Allein in ländlichen Regionen kaufte der Kunde etwas mehr. Doch wo immer große Kaufhäuser stehen, war die Kauflust eher klein. Ich habe mich zurückgehalten, also eigentlich nichts gekauft, nichts Besonderes. Es war ja auch vor Weihnachten schon alles so weit reduziert, dass man da sich eigentlich eingedeckt hat. Also so direkt auf den Winterschlussverkauf guckt man gar nicht mehr. Die Vielzahl anderer Rabattaktionen hat den Kunden kritischer gemacht. Billig allein reicht nicht mehr. In der Fußball-Bundesliga bleibt Werder Bremen auf Erfolgskurs. Der Tabellenführer hatte am 19. Spieltag auch in Mönchengladbach 3 Punkte geholt und sich damit weiter von der Konkurrenz abgesetzt.
Werder Bremen verzichtete zunächst auf die Dienste des erfolgreichsten Torschützen der Liga. Ailton Grippe geschwächt, nur Ersatz. Ebenso wie die rund 29.000 Zuschauer sei eine erste Halbzeit ohne Höhepunkte. Nach der Pause kam Borussia aber deutlich motivierter aus der Kabine. Kozinitz bedient den völlig freistehenden Václav Zverkos und der junge Tscheche mit dem Gladbacher Führungstreffer in der 51. Minute. Nur 3 Minuten später hatte dann auch Ailton Grund zum Jubeln. Ivan Klasnic vorbei an Strasser, Kozinitz und auch Stiel. Der Ausgleich. Ab der 71. Minute musste Werder auf Kristajic verzichten. Das Duell mit Zverkos brachte dem Gladbacher gelb und dem Bremer die gelb-rote Karte. Und als alle glaubten, diese Partie endet ohne Sieger, lief Ailton zur Ecke, Chaos im Gladbacher Strafraum und Frank Baumann mit dem 1:2 für den Tabellenführer in der 90. Minute. Werder in dieser Woche mit sehr viel Glück, so kann man deutscher Meister werden. Gelungener Einstand für Kudjara beim 1. FC Kaiserslautern. Nach 23 Minuten sein erster Torjubel. Das 1:0 für den FCK durch Vratislav Lokvenc, der sich geschickt gegen Mustafa Dogan durchsetzte. Verdient für die Pfälzer, die kämpferisch und spielerisch gegen eine schwache Kölner Elf überlegen war. Die Kölner übrigens in den grünen Trainingshemdchen des 1. FC Kaiserslautern. Ihre dunklen Trikots hatten sich zu wenig unterschieden. Die zweite Hälfte ein schwaches Spiel, aber Kaiserslautern dank Lokvenc immer näher am 2:0 als der rheinische FCK am Ausgleich. Jara hatte die Mannschaft umgebaut, eine offensivere Taktik verordnet und sein Rezept ging auf. Lottners Ausgleichschance kurz vor Schluss konnte am verdienten 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern nichts mehr ändern. Mit Kurt Jara ist der Erfolg zurückgekehrt. Hier die weiteren Ergebnisse. Leverkusen-Frankfurt 1:2, Hamburg-Bochum 1:1, Wolfsburg-Dortmund 2:4, Schalke 1860 München 0:0, Rostock-Freiburg 4:1 und morgen spielen Bayern München, Hannover und Hertha gegen Stuttgart. Bayer Leverkusen hat damit im Kampf um die Meisterschaft weiter an Boden verloren. Stuttgart und Bayern München müssen morgen noch gewinnen, damit sich Tabellenführer Bremen nicht weiter absetzt. Im Abstiegskampf hat sich Kaiserslautern auf Rang 15 verbessert und auch Frankfurt hat 3 wichtige Punkte geholt. Rostock schaffte den Anschluss ans Mittelfeld. Die deutschen Biathleten haben am ersten Tag der Weltmeisterschaften in Oberhof einen gelungenen Wettkampfauftakt erlebt. Im Sprint belegte Rico Groß den 2. Platz. Bei den Damen gewann Martina Glago Bronze. 25.000 begeisterte Biathlon-Fans bevölkern seit heute Oberhof, verbreiten einen Lärmpegel, bei dem die Biathleten neben dem Jubeln gar nichts mehr hören. Außer ihren eigenen Schüssen bei Rico Groß waren das nur Treffer. Und so wurde der Ruhpoldinger seinem Ruf gerecht, beim Höhepunkt des Jahres in Höchstform zu sein. Silbermedaille für Rico Groß, ein großartiger Auftakt. Es ist schön, wenn man es gleich geschafft hat. Man geht beruhigter in die nächsten Wettkämpfe rein. Bronze gewann der Norweger Ole Einar Bjørndalen. Weltmeister wurde Raphael Poiré aus Frankreich. Auch die deutschen Damen zufrieden. Denn bei Bögen, schwierigen Schießbedingungen gewann Martina Glago die Bronzemedaille. Und zwar zeitgleich mit der Weißrussin Nazarova. Nicht, dass ich jetzt noch ein Zehntel dahinter bin oder sie. Und das ist dann immer ein bisschen ungerecht. Und so wie es heute ausgegangen ist, ist es richtig schön. Weltmeisterin wurde auch hier eine Poiré. Und zwar die Ehefrau von Raphael, Liv Grete Poiré. Die Lottozahlen: 14, 17, 20, 23, 26, 28, die Zusatzzahl 37, die Superzahl 1, die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 2, 5, 9, 1, 7, 8, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 1, 3, 0, 4, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 8. Februar. Wechselhaft und windig endet die Woche. Zwischen einem Tief über der Ostsee und einem Hoch über dem Atlantik fließen kalte Luftmassen nach Deutschland. Dazu weht ein stürmischer Wind, der in den Hochlagen Orkanstärke erreicht. In der Nacht ziehen von Westen neue Schauer zu uns, die im Norden auch als Graupel fallen. Oberhalb 400 Meter Schneeschauer. Auf den Straßen kann es glatt werden. Morgen bleibt es bei einer Mischung aus vielen Wolken und Schauern. Im Laufe des Tages geht der Regen auch in den Niederungen zum Teil in Schnee über. An den Nordrändern der Gebirge schneit es länger.
Der Wind aus West bis Nordwest weht stark bis stürmisch. Auf den Bergen muss mit schweren Sturm- oder Orkanböen sowie mit Schneeverwehungen gerechnet werden. In der Nacht bewegen sich die Temperaturen um oder leicht über dem Gefrierpunkt, nur am Oberrhein bleibt es etwas milder. Am Tag steigen die Werte auf 2 Grad in Thüringen, sonst 3 bis 5 im Südwesten bis 7 Grad. Am Montag fallen im Osten noch Schneeschauer, an den Alpen und am Erzgebirge schneit es länger, der Wind nimmt ab. Am Dienstag im Norden und Osten Schnee, später Regen, sonst meist trocken. Am Mittwoch im Westen wieder milder.